erkrankte Choro. Choro ist eine psychologische Störung, die durch Wahnvorstellungen von Penisschrumpfung und Rückzug in den Körper, begleitet von Panik und Angst vor dem Sterben gekennzeichnet ist. Dieser Wahn hat seine Wurzeln in der chinesischen Metaphysik und kulturellen Praxis. Die Störung ist mit dem Glauben verbunden, dass ungesunde oder abnormale sexuelle Handlungen, wie Sex mit Prostituierten, Masturbation oder sogar nächtliche Emissionen, das Yin-Yang-Gleichgewicht stören, das angeblich existiert, wenn ein Ehemann Sex mit seiner Frau hat, DH während normalen Geschlechtsverkehr. Es wird auch angenommen, dass Choro durch Nahrung übertragen wird. Im Jahr 1967 gab es in Singapur eine Choro-Epidemie, nachdem Zeitungen Fälle von Choro aufgrund des Verzehrs von Schweinefleisch gemeldet hatten, die von einem Schwein stammten, das gegen Schweinepest inokuliert worden war. Nicht nur der Verkauf von Schweinefleisch ging zurück, sondern hunderte von Choro-Fällen folgten. 9. Wendigo. Wendigo-Psychose ist eine psychische Störung, bei der eine Person sich intensiv nach menschlichem Fleisch sehnt und denkt, dass sie sich in einen Kannibalen verwandelt, trotz einer Fülle von gesunden Nahrungsmitteln. Die häufigste Reaktion unter den Ureinwohnergemeinschaften, in denen Wendigo-Psychose am weitesten verbreitet war, war Heilungsversuche von traditionellen einheimischen Heilern oder westlichen Ärzten. In den ungewöhnlichen Fällen, in denen diese Versuche scheiterten und die Wendigo-Leidenden begannen, entweder ihre Umgebung zu bedrohen oder gewalttätig oder antisozialistisch zu handeln, wurden sie im Allgemeinen hingerichtet. Während einige die Existenz dieser Störung geleugnet haben, gibt es eine Reihe von glaubwürdigen Augenzeugenberichten sowohl von Ureinwohnergemeinden als auch von Westlern, die beweisen, dass Wendigo-Psychose ein tatsächliches historisches Phänomen ist. 8. Guru Rumba. Guru Rumba ist eine Wildemann-Episode, in der die Leidenden, typischerweise ein verheirateter Mann, damit beginnen, benachbarte Häuser zu beschlagnahmen, Objekte zu nehmen, die er für wertvoll hält, die aber selten sind. Dann rennt er für einige Tage in den Wald und kehrt ohne die Gegenstände und mit einer Amnesie zurück. Der Betroffene wirkt hyperaktiv und ungeschickt mit verwaschenen Worten. Diese Störung ist spezifisch für Neuguinea. 7. Saora-Störung. Unter den Saora-Stämmen in Orissa in Indien weisen junge Männer und Frauen manchmal abnormale Verhaltensmuster auf, die westliche ausgebildete Psychiater wahrscheinlich als psychische Störung definieren würden. Sie weinen und lachen über unpassende Zeiten, haben Gedächtnisverlust, sind ohnmächtig und behaupten, das Gefühl zu empfinden, wiederholt von Ameisen gebissen zu werden, wenn keine Ameisen anwesend sind. Diese Personen sind normalerweise Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich nicht für das gewöhnliche Leben eines Subsistenzlandwirts interessieren. Sie sind durch den sozialen Druck, der von ihren Verwandten und Freunden auf sie ausgeübt wird, erheblich psychisch belastet. Die Saora erklären das seltsame Verhalten dieser Menschen als Folge der Handlungen übernatürlicher Wesen, die sie heiraten wollen. 6. Berserker. Diese Wut auf die Nordmänner, die Berserkergang genannt wurde, ereignete sich nicht nur in der Hitze der Schlacht, sondern auch während der mühsamen Arbeit. Männer, die auf diese Weise beschlagnahmt wurden, vollbrachten Dinge, die sonst für die menschliche Macht unmöglich schienen. Dieser Zustand soll mit Zittern, Zähneklappern und Kälte im Körper begonnen haben, dann hat sich das Gesicht angeschwollen und seine Farbe verändert. Damit verbunden war eine große Geisteskrankheit,
die sich schließlich in eine große Wut verwandelte, unter der sie wie wilde Tiere heulten, die Kante ihrer Schilde bissen und alles niederschlugen, was sie trafen, ohne zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Als dieser Zustand aufhörte, folgte eine große Dämpfung des Geistes und der Schwäche, die für einen oder mehrere Tage andauern konnte. 5 Shenkui. Ein Shenkui-Patient, ein chinesisches kulturgebundenes Syndrom, zeigt ausgeprägte Angst- oder Paniksymptome mit begleitenden somatischen Beschwerden, für die keine körperliche Ursache nachgewiesen werden kann. Zu den Symptomen gehören Schwindel, Rückenschmerzen, Ermüdbarkeit, allgemeine Schwäche, Schlaflosigkeit, häufige Träume und Beschwerden über sexuelle Funktionsstörungen, wie vorzeitige Ejakulation und Impotenz. Die Symptome werden auf einen übermäßigen Samenverlust durch häufigen Geschlechtsverkehr, Masturbation, nächtliche Ausstrahlung oder weißen trüben Urin, von dem angenommen wird, dass er Sperma enthält, zurückgeführt. Übermäßiger Samenverlust wird befürchtet, weil er den Verlust der lebenswichtigen Essenz darstellt und dadurch lebensbedrohlich sein kann. 4. Geisteskrankheit. Die Geisteskrankheit ist ein kulturgebundenes Syndrom, von dem einige indianische Stämme glauben, dass es durch die Verbindung mit den Toten oder Sterbenden entstanden ist. Es ist manchmal mit Hexerei verbunden. Es wird als eine psychotische Störung der Navajo-Herkunft angesehen. Zu den Symptomen gehören allgemeine Schwäche, Appetitverlust, Erstickungsgefühl, wiederkehrende Albträume und ein allgegenwärtiges Gefühl des Schreckens. Ein Symptom für Geisterkrankheit ist Ersticken. Dies kann mit einem Sarg verbunden sein. Wenn du mit einem geliebten Menschen oder einem Freund unter der Erde lebendig begraben wurdest, könntest du dich fühlen, als ob du ersticken würdest. Die Krankheit wird Geistern, Hindi, oder gelegentlich Hexen zugeschrieben. 3. Greasy Sickness. Greasy Sickness, verrückte Krankheit, ist ein ansteckendes, kulturgebundenes Syndrom, das vorwiegend bei den Miskito-Völkern Ostmittelamerikas auftritt und hauptsächlich junge Frauen betrifft. Die meisten Opfer sind junge Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren. Die Anfälle sind durch Kopfschmerzen, Schwindel, Angst, Übelkeit, irrationale Wut und/oder Angst geprägt. Während des Angriffs verliert das Opfer das Bewusstsein und fällt zu Boden. Das Opfer kann andere Menschen als Teufel ansehen, keine Schmerzen für körperliche Verletzungen verspüren und eine absolute Amnesie bezüglich ihrer körperlichen Umstände haben. Einige greifen Macheten oder zerbrochene Flaschen, um unsichtbare Angreifer abzuwehren. Andere Opfer haben angeblich übermenschliche Heldentaten vollbracht, seltsame Gegenstände wie Spinnen, Haare und Münzen übergeben und in Zungen gesprochen. In einigen Fällen spricht das Halbbewusst der Opfer die Namen des nächsten Infizierten, obwohl es nicht immer korrekt ist. Greasy Sickness ist sehr ansteckend. 2. Kuhwede-Syndrom. Das Kuhwede-Syndrom ist eine medizinisch-psychische Erkrankung, bei der ein Vater etwas vom Verhalten seiner Frau in der Nähe der Geburtsphase erfährt, einschließlich ihrer Geburtsschmerzen, Postpartum-Abgeschiedenheit, Nahrungsrestriktionen und Sextabus. Die Bezeichnung bezog sich ursprünglich auf die mittelalterliche baskische Sitte, in der der Vater während oder unmittelbar nach der Geburt eines Kindes ins Bett ging, sich über Wehen beschwerte und der Behandlung in der Regel Frauen während der Schwangerschaft oder nach der Geburt zugeteilt wurde. In einigen extremen Fällen können Väter einen Bauch ähnlich einer 7-monatigen schwangeren Frau wachsen lassen und ungefähr 25 bis 30 Pfund Phantomschwangerschaft gewinnen.
Andere Symptome umfassen und sind nicht beschränkt auf entwickelt Heißhunger, erlitten Übelkeit, Brustvergrößerung und Schlaflosigkeit. Erste homosexuelle Panik. Homosexuelle Panik ist ein Begriff, der 1920 vom Psychiater Edward J. Kempf geprägt wurde und eine akute, kurze reaktive Psychose beschreibt, die Wahnvorstellungen und Halluzinationen beinhaltet, die eine Person mit verschiedenen homosexuellen Aktivitäten beschuldigen. Der Zustand tritt am häufigsten bei Menschen auf, die an schizoiden Persönlichkeitsstörungen leiden, die sich von körperlicher Intimität isoliert haben. Pannen kommen oft in Situationen vor, in denen erzwungene Intimität mit dem gleichen Geschlecht, wie Schlafsäle oder Kasernen, erforderlich sind. Es war am häufigsten während der Massenmobilisierung des Zweiten Weltkriegs, als Kasernen typischerweise wenig Privatsphäre mit Gemeinschaftsduschen und oft ohne Türen oder sogar Kabinen um Toiletten zur Verfügung stellten,